So, ihr fragt euch jetzt bestimmt, was es mit dem Schlüssel hier auf sich hat und mit meinem Knäuel Wolle und wie man einen Knäuel Wolle und einen Schlüssel zusammenbringt. Das werde ich euch jetzt verraten. Ich habe jetzt hier nur einen Schlüssel, der Demonstration halber, aber wir kennen ja alle sicherlich das Problem. Ich habe einen Schlüsselbund voller Schlüssel und ich suche ewig, welcher Schlüssel wozu passt. Und da wir ja in der Resteverwertung sind, werden wir jetzt unsere Wollreste dafür verwenden, das mal ein bisschen sinnvoll und schick und stylisch zu gestalten. Ich habe jetzt hier einen Baumwollrest und jetzt habe ich meine Sockennadeln hier und ich schlage jetzt 8 Maschen im 8er Anschlag an. So. Man kann das auch häkeln, ja? Also ich denke, ich mache jetzt hier keine extra Häkelvariante, denn wer häkeln kann, der kann das mit Sicherheit nachmachen. Wer häkelt, der fängt halt mit einer Luftmaschenkette von 4 Maschen an. So, meine 8 Maschen habe ich hier drauf. Dann stricke ich jetzt eine Runde rum. So. Geht ja immer ganz fix am Anfang. 8er Anschlag kennt ihr, da gibt es ein separates Video dazu. Deswegen habe ich den jetzt auch so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen und bin da fix drüber gegangen. So, erste Reihe ist fertig. Festziehen. Und jetzt seht ihr, dass wir schon fast Schlüsselbreite haben. Ja, ich teile das jetzt auf 4 Nadeln auf und dabei nehme ich hier nach der ersten Masche eine Masche zu. Kann man jetzt aus dem Querfaden machen oder eben eine tiefer gestochene Zunahme, die ich immer ganz gerne bevorzuge, weil sie nicht so viele Löcher gibt. So, dann nächste Nadel, dann nehme ich neben der nächsten Nadel eine zu, also vor der letzten, und zwar als ob ich quasi eine Bändchenspitze verkehrt rumstricken würde. So, ist jetzt hier wieder nicht ganz so wie ich will, das passiert hin und wieder auch mal, weil auch ich nicht perfekt bin. So, jetzt sind wir aber drin, ist ja nur noch durch. So. So, und jetzt nehme ich wieder nach der ersten Masche eine zu. So. Und dann wieder vor der letzten Masche. Damit habe ich jetzt hier ein bisschen was zugenommen. Kann man mal testen, Schlüssel dran halten, ob es jetzt schon breit genug ist. Wie ihr seht, nicht. Habe ich mir auch so gedacht. Und deswegen stricken wir jetzt in der nächsten Runde gleich noch direkt eine Zunahme hinterher. Also erste Nadel nach der ersten Masche. Zweite Nadel vor der letzten Masche. Und jetzt ist der meines Erachtens nach breit genug. Werden wir gleich testen. Auf jeden Fall stricken wir jetzt erstmal eine Runde drumherum. Nochmal kurz nachkontrollieren, ob das jetzt reicht. Also wie man sieht, geht das hier schon ganz gut drüber, über den Schlüssel. Die meisten Schlüssel sind ja rund, da geht es nur besser drüber. Wer sich jetzt nicht sicher ist, der kann ruhig einmal nochmal zunehmen. Ich finde aber durchaus, dass das ausreicht. Ist aber jedem, wie gesagt, selbst überlassen. So, und da regen sich jetzt im Hintergrund die Hunde gerade auf. Das ignorieren wir jetzt aber. So,
Jetzt stricke ich einfach in Runden weiter. Und zwar komme ich ja dann auch an den Teil, wo eigentlich ein Loch rein muss. Da, wo man nämlich den Schlüsselring durchfädelt, weil der muss ja da auch durch. Das handhaben wir ganz einfach. An der Stelle ist jetzt, bei dem Schlüssel ist jetzt natürlich mein Loch hier gerade an der Seite. Bei den meisten Schlüsseln ist das Loch ja schon in der Mitte. Also wenn man es jetzt für einen speziellen Schlüssel macht, kann man das Loch natürlich direkt dahin bringen, wo es hin soll, nämlich an der entsprechende Stelle. Wenn man es jetzt allgemein macht, dann würde ich das Loch direkt in die Mitte machen, weil das ist für die meisten Schlüssel gängig. So. Und da bin ich auch schon rum. So. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo das Loch reinkommt. In meinem Fall, wie gesagt, an der Seite. Das ist jetzt hier bei mir in der dritten Masche der Fall. Deswegen wickel ich hier den Faden zweimal um die Nadel. Ja, also ich hole mir den Faden und wickel den wirklich zweimal darum. Zwei Schlingen auf der Nadel. Die ziehe ich hier durch und lasse die da drin. Und stricke dann weiter. Wer das Loch in der Mitte braucht, der macht das natürlich in der Mitte. Wer jetzt häkelt das Ganze, der häkelt hier immer rein mit festen Maschen drumherum und der häkelt an der Stelle einfach eine Luftmasche und lässt eine Masche aus. So, und jetzt bin ich auf der anderen Seite genau gegenüber. Ne, hier ist meine langgezogene Masche, dann bin ich jetzt genau gegenüber, also die drittvorletzte, und mache genau das gleiche, zweimal den Faden durch und durchziehen. So. Und jetzt in der nächsten Runde stricke ich diesen Umschlag nur einmal ab und lasse den anderen Umschlag fallen. Dadurch kriegen wir eine Masche, die einfach größer ist. Die verschwindet nachher auch so ein bisschen. Man findet die Stelle aber sehr, sehr gut wieder. Und dort kann man dann nämlich hier super den Schlüsselring durchziehen. So. Und das auch wieder bis zur anderen Seite. Da bin ich auch angekommen. Und hier stricke ich natürlich auch den Umschlag nur einmal ab und lasse den anderen fallen. Und jetzt stricke ich munter noch 3-4 Runden rum. Ruhig einen Schlüssel nehmen und zwischendurch mal reinhalten, ob das lang genug ist, um zu prüfen. Und dann geht es auch schon dem Ende entgegen. So, ich habe jetzt hier genügend Länge gestrickt und jetzt geht's ans Abketten. Beim Abketten nehme ich gleichzeitig ein paar Maschen ab, denn wir wollen ja nicht, dass das vom Schlüssel runterrutscht. So, hoch. Das heißt, ich stricke halt immer die dritte mit der vierten Masche zusammen und ziehe dann über. Zum letzten Masche und die in die erste abgekettete stricke ich auch noch mal eine rein und ziehe die über, damit das runder ist. So, da ist das Hütchen schon mal fertig. Ziehen wir hier noch durch und schneiden dann den Faden ab, der relativ lang ist. So, ich habe jetzt hier relativ langen Faden abgeschnitten. Das sollte auch so sein.
den Innenfaden, den Anfangsfaden, den vernähen wir schnell. So, der Anfangsfaden ist jetzt vernäht. Dann habe ich jetzt mein Mützchen fertig und jetzt kann ich das Mützchen gestalten, wie ich möchte. Also ich kann jetzt hier eine Bommel dran machen oder ich nehme jetzt einfach mir zwei Perlen, die ich hier noch habe. Und nähe hier zwei Augen drauf. So. Eins. Und noch das zweite Auge. Da kann man jetzt natürlich dem ganzen Gesicht geben, wie man möchte. Man kann halt auch kleine Öhrchen dran häkeln oder dran stricken und eine Katze draus machen. Ein Tiger. Je nachdem, was man für Wollreste hat. Oder ein Monster. Oder eben, so wie ich jetzt, einfach ein Fantasiegesicht. So. Ich mache jetzt hier als Nase quasi ein Kreuz. So. Geben wir dem eine kleine Nase. Muss man nur aufpassen, dass man das natürlich nicht in der Mitte zusammennäht. So, und dann nähe ich ihm noch einen Mund an. So, jetzt hat der kleine Kerl bei mir hier zwei Augen, einen Mund und eine Nase gekriegt. So, und dann vernähe ich hier unten auch schnell noch den Faden. Jetzt hat der lange Faden hier unten ja auch seine Bewandtnis. Das heißt, ich vernähe den jetzt erstmal ein ganz klein bisschen, so dass also ich das wirklich nicht mehr auftrennen kann. Muss jetzt nicht zu perfekt sein. So. So. Der ist jetzt also prima vernäht. Ja, und wir wollen ja nicht, dass das vom Schlüssel runterrutscht. Also gehen wir jetzt mal hier mit groben Stichen einfach durch die Abkettmaschen durch. So. Wirklich so, dass der Faden sich leicht ziehen lässt. Das war es auch schon und jetzt kann man den halt so verschenken oder man benutzt den eben selber. Ich muss mal gerade schauen, meine langgezogene Masche ist auf der Seite. Den stülpe ich jetzt über meinen Schlüssel, dann kann ich ihn hier unten festziehen mit dem Faden. Da mache ich dann Knötchen rein und schneide den Rest einfach ab, weil vernäht haben wir es ja schon. So. Und durch die langgezogene Masche gibt sich hier bei mir so ein Loch. Das ist super. Da ziehe ich jetzt meinen Schlüsselring durch. Da ist er durch, der Schlüsselring. Drehe ich den noch ein. Da hängt er. Und jetzt habe ich mein Schlüsselmännchen. Und da kann ich natürlich mit allen möglichen Resten, ob das Sockenwolle ist oder ob das Baumwollreste sind oder so, kleine lustige Schlüsselmännchen fabrizieren, Schlüsselkätzchen, Schlüsselhündchen, Schlüsselmützen. Da könnt ihr eurer Fantasie jetzt freien Lauf lassen. Wie gesagt, häkeln kann man das auch, indem man hier oben mit einer Luftmaschenkette anfängt und dann immer in Runden drüber häkelt. Ja, dann bin ich jetzt gespannt, was ihr so für Schlüsselmännchen produziert. Und wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit.